Ja, grundsätzlich haben alle das Spiel am Mittwoch gut. Moin. Der Grundtenor ist diese Situation, die natürlich nicht einfach war am Mittwochabend, aber das einfach auch zu betrachten und jetzt zu schauen, was wir da auch rausziehen können, weil wir können auch viel stärker aus diesem Abend ziehen. Und das merke ich in der Mannschaft wirklich so, die werden richtig, richtig gallig sein und die wollen unbedingt jetzt über den anderen Weg nach Europa. Das ist diese Mischung aus dem Glauben an die eigene Stärke, der am Mittwochabend eigentlich noch mal größer geworden ist. Das muss man wirklich auch sagen. Und auf der anderen Seite einfach dieses Gefühl, sich jetzt auch zu belohnen. Ich finde es grundsätzlich gut, dass dann auch klar gemacht wurde, dass es ein Fehler war. Und du kannst dir trotzdem im Nachgang davon nichts kaufen, aber das finde ich gut, weil es einfach da ist dann auch eine ehrliche Aussage und das passt, als da im Nachgang sich irgendwas zusammen zu konstruieren. Ich glaube, dass das für uns alle eine sehr günstige Situation war, Niklas zu bekommen, weil das muss man auch nochmal deutlich betonen. Vor einem Jahr wäre vollkommen außer Reichweite für uns gewesen. Da stand er kurz vor der Nationalmannschaft und war von Vereinen, die doch finanziell deutlich über uns stehen, begehrt. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir das jetzt realisieren konnten. Und natürlich freue ich mich auf einer anderen Ebene auch, dass Niklas und ich jetzt nochmal zusammenarbeiten auf höherer Ebene als der U14. Aber das birgt halt auch immer, trotzdem bin ich sein Chef und da wird es keinen Bonus geben. Insgesamt muss man Fortuna Düsseldorf und gerade auch Friedhelm natürlich ein unfassbares Kompliment machen für die Saison, wie sie das geschafft haben. Ich glaube, sie haben eine ganz eigene Art und Weise entwickelt, Fußball zu spielen, die komplett für den Kader zugeschnitten ist. Also das, was sie zur Verfügung haben an Spielern, hat, glaube ich, Friedhelm optimal ausgenutzt. Natürlich haben wir jetzt noch mit Dortmund, Leipzig, Hoffenheim und vor allen Dingen jetzt auch Düsseldorf auch sehr schwere Spiele vor der Brust von den Gegnern, aber es wird in allen Spielen mit absoluter Sicherheit knistern. Also ich glaube, dass wir aufgrund dieser Woche jetzt morgen in Düsseldorf alle mit kompletter Energie voll da sein werden. Also das definitiv. Und dann hast du in einem Spiel gegen Dortmund, die noch um die Meisterschaft spielen. Das wird spannend. Dann glaube ich, dass es in Hoffenheim ein Spiel wird, wo beide Mannschaften, ja, es könnte ein Endspiel sein, muss man ganz ehrlich sagen. Das könnte sein. Und dann schauen wir mal, letzter Spieltag zu Hause gegen Leipzig, wo wir dann stehen und um was es geht. Und dann habe ich so ein Szenario im Kopf, wie wir dann hier am letzten Heimspiel mit allen wieder zusammen einen wunderschönen Nachmittag hier erleben können. Ja, ich glaube, es ist im Sinne aller Beteiligten, dort jetzt nichts irgendwie aufkommen zu lassen an Diskussionen, die dort vielleicht auch entstehen können, an Aufmerksamkeit, die dann auf Sachen gerichtet sind, die mit dem Spiel nichts zu tun haben. Insofern ist es, glaube ich, eine sehr kluge Entscheidung des DFBs. Und ja, wir werden uns auf unser Spiel dann auch konzentrieren. Schiedsrichterentscheidungen können wir sowieso nicht beeinflussen. Deswegen ist es und sollte es kein großes Thema sein.